Man, wenn du als erster Farbiger, der für Deutschland gespielt hat, wirst du ständig auch damit konfrontiert. Wenn du dann in ein Stadion bist und du dann von ganzer Stadion gewissen Fans ganz beleidigt wirst und ständig mit Bananen beschmissen wird, dann als 18-Jähriger ist es schon schwer damit umzugehen. Ich wusste halt, dass die meisten Leute das akzeptieren werden, wenn jetzt ein Farbiger für Deutschland spielt. Das war meine Motivation. Ich habe diesen Land geliebt. Ich fühlte mich sehr wohl in diesem Land. Trotz dieser negativen Sachen, was ich erlebt habe. Und deswegen habe ich gesagt, warum soll ich das nicht machen? Zeig Rassismus die rote Karte.